Herzlich willkommen zum mantischen Mondimpuls für den aktuellen Vollmond im Krebs. Er steht ungefähr auf 9 Grad im Krebs. Die Sonne steht auf 9 Grad im Steinbock. Und dieser Vollmond findet statt am 30.12. um ungefähr, nein, ganz genau, um 4:28 Uhr morgens. Das heißt, wenn du dieses Video siehst, schläfst du vielleicht. Schlechter Vergleich. Egal. Also, es ist ja sehr interessant, dass wir so kurz vor Jahresende noch einen Vollmond haben in einem Zeichen, in dem sehr viel los war im letzten Jahr. Es ist das Zeichen der Seele, das Zeichen des Gefühls, aber auch das Zeichen des Volkes. Wir sagen immer, das Steinbock steht eher für die Regenten eines Volkes, der Krebs, der mit dem Mond verbunden ist, steht für die Schwingung innerhalb eines Staates, eines Volkes oder der Gesellschaft. Ja, und jetzt dieser Mond, Vollmond, ist nun auch noch am Ende des Jahres im eigenen Zeichen, im Krebs und ja, bringt vielleicht noch mal in uns allen hervor eine Stimmung mit einem Fragezeichen, was denn jetzt eigentlich in diesem Jahr mit uns allen und nicht nur hier in unserem kleinen Deutschland, sondern überall auf der Welt passiert ist. Interessant ist es dann, wenn ich mir das Horoskop dieses Vollmondes betrachte, dass da eigentlich außer diesem sehr starken Krebsmond ganz wenig Wasser in diesem Horoskop zu sehen ist. Neptun ist weiterhin in den Fischen. Er ist liebevoll mit diesem Mond verbunden und hilft uns, egal wie wir jetzt über dieses Jahr denken und welche Hoffnungen wir ins nächste Jahr legen, er hilft uns allen dabei, Kräfte zu sammeln, emotionale Kräfte, spirituelle, seelische Kräfte, um gut in das neue Jahr zu starten. Demgegenüber steht die Steinbocksonne, die mit Pluto und Merkur sehr stark gestellt ist, die uns dazu auffordert, Stellung zu beziehen, emotionale Stellung zu beziehen zu dem, was innerhalb unserer Gesellschaft passiert und uns auch zu positionieren, damit wir diese Steinbocksonne nutzen können, um unsere Träume realisieren zu können. Gleichzeitig aber auch, um etwas innerhalb der Gesellschaft zu bewirken, und zwar in dem Sinne, wie wir es für gut und richtig halten. Schön ist, dass die Venus im Schütze steht und uns viel Hoffnung, Glanzlichter und Optimismus spendet. Sie steht am absteigenden Mondknoten und das kann bedeuten, dass wir mit dem Thema Selbstwert, Selbstliebe, alten Lieben, Freundschaften noch einmal ganz schön stark konfrontiert werden in den kommenden 14 Tagen, dass wir noch mal über diese Themen nachdenken müssen, um dann wirklich voller Energie und gut gelaunt in das neue Jahr zu starten. Und diese Venus wird ja unterstützt von ihrem Gespielen, dem leidenschaftlichen Mars im Widder. Sie ist eine starke erotische Komponente auch in diesem Horoskop, die sagt, wie immer ihr es anstellt im Lockdown, genießt die letzten Tage dieses Jahres und die beginnenden des kommenden Jahres. Für mich ist es ganz hoffnungsvoll, dass dieses Jahr, das doch ein ziemlich anstrengendes war, nun abschließt mit dieser sehr fröhlichen, aktiven Note, die ich hier in diesem Horoskop wahrnehme. Gleichzeitig finde ich aber auch, dass da ein Gefühl drunter schwingt, was nicht ganz so fröhlich ist. Und da eine gute Mischung herauszufinden für dich, das wird, glaube ich, die Aufgabe für dich sein beim kommenden Vollmond. Ja, ich habe natürlich auch wieder eine Karte gezogen. Und zwar habe ich das Orakularium wieder genommen, was mir wirklich sehr gut gefällt, von Andrea Asti und Neil Kelso. Ich kann es euch gerne nochmal zeigen. Ja, oder auch nicht. Doch, kann ich. Jetzt bin ich im Büro. Super gemacht, Kirsten. Hier ist das Orakularium, ne? Schön verpackt in einer Dreiecksschachtel. Ich verlinke natürlich auch in den Shownotes darauf. Und ich habe auch schon eine Karte gezogen und zeige sie euch jetzt einfach mal. Ja,
Und diese Karte heißt Melancholia. Und sie sieht jetzt hier etwas traurig aus. Auf der anderen Seite sehen wir Charlie Chaplin drauf, den ewigen, ja, den archetypischen Clown, der für das jeden Fall für den Beginn des 20. Jahrhunderts steht und der ganz groß wurde in einer Zeit, in der wir die große Depression hatten, der Film über die große Depression gemacht hat und uns gleichzeitig dabei zum Lachen gebracht hat. Und das ist genau die Stimmung, die ich auch in diesem Mondhoroskop empfinde. Wir haben auf dieser Karte halt nicht nur diesen Charlie Chaplin abgebildet oder wer immer es sein soll. Es ist natürlich nicht Charlie Chaplin, aber er erinnert mich auf jeden Fall an ihn. Wir haben auch weitere Symbole, zum Beispiel die Wolken, die für eine gewisse Traurigkeit stehen, die aber vorübergeht. Wir haben Masken und wir wissen alle, wofür wir Masken gerade brauchen. Sehr schön finde ich bei dieser Maske im Orakularium, dass es darum geht, eine Maske zu tragen und auf der anderen Seite keine Maske zu tragen. Also eine Ausgewogenheit zu finden zwischen, wann trage ich Masken im tatsächlichen Leben da draußen, aber auch im persönlichen Erleben und wann lasse ich sie fallen. Ja, und es gibt noch weitere interessante Symbole. Hier unten gibt es ein Buch zu entdecken. Wir können, glaube ich, jetzt in den kommenden Tagen tun wir gut daran, Bücher zu lesen. Denn was sollen wir sonst tun? Und ein Fächer, der trotz dem ganzen Melancholischen, ihr seht, die Karte heißt Melancholie, trotz des ganzen Melancholischen uns ein wenig Fröhlichkeit bringt. Also eine Qualität, die sehr dem Mondhoroskop entspricht. Ich versuche gerade noch herauszufinden mit meiner Kurzsichtigkeit, welche Zahl auf der Karte steht. Ich glaube, es ist die 1. Ich möchte aber nichts Falsches sagen, daher setze ich dann nochmal meine Brille auf. Ach so, die Zahl steht ja da oben. Es ist die 7, meine Zahl. Und die 7 spricht auch dafür, wenn man melancholisch ist, dass man trotzdem etwas in Aktion bringt. Und genau das entnehme ich auch dem Mondhoroskop. Ja, und da unten unter Melancholia steht der Buchstabe T. Und Andrea und Neil raten einem, mit diesem Buchstaben frei zu assoziieren. Und bei T fällt mir natürlich ein Traum. Oder sich etwas trauen, Tatkraft, Trauer. Vielleicht habt ihr andere Gedanken zu dem Buchstaben T, dann freue ich mich, wenn ihr die in die Kommentare schreibt und mir überhaupt mal schreibt, wie ihr das Mondhoroskop findet, ob ich das so weitermachen soll oder ob ihr euch da was anderes bei vorstellt. Ihr findet ja auch immer in meinem Blog einen Hinweis auf die aktuelle Mondqualität. Und wenn ihr dieses Video seht, dann ist es auch nicht mehr lange, bis das KGS, das Körper, Geist, Seele Hamburg herauskommt mit meinen Jahreshoroskopen für jedes einzelne Tierkreiszeichen. Ich glaube, das wird etwas später dieses Jahr gedruckt, einfach auch wegen des Lockdowns. Aber ihr könnt es euch ja schon mal reservieren. Es gibt es sowohl überall in Hamburg als auch online dann auf der Seite der Buchhandlung Vrage KGS Hamburg. Das nochmal als Hinweis. Ja, bevor ich dieses Video abschließe, muss ich natürlich jetzt nochmal diese fantastische Augmented Reality nutzen. Und das habe ich hier alles wieder super vorbereitet. Und schaue mal, ob ich das jetzt hinkriege. Yay, dann gucken wir mal gemeinsam, wie das funktioniert. Affliction comes to us not to make us sad, but sober, not to make us sorry, but wise. Ja, das ist doch eigentlich noch eine sehr schöne Nachricht, die wir uns auch mit ins neue Jahr nehmen können. Affliction, also Dinge, die uns belasten, Schicksalsschläge vielleicht auch, die kommt nicht zu uns, um uns traurig zu machen, sondern sie kommt zu uns, um uns zu stärken und weise zu machen. Das hat
H.G. Wells gesagt, ein sehr kluger Mann, wie ich finde. Und ja, damit kann man dieses Video abschließen. Ihr habt gesehen, es kam der Tod, war zu sehen in diesem Video. Es waren die Nebelschwaden zu sehen, auch der Teufel, all die Dinge, mit denen wir uns auseinandersetzen, wenn wir trauriger Stimmung sind. Was passt besser als ein Jahresende, als sich da nochmal zu Gedanken zu machen? Von daher, ich wünsche euch einen guten Start ins neue Jahr. Rutscht gut rein, wo immer ihr seid. Und ja, bleibt mir, bleibt uns Mantikern treu. Macht's gut. Ciao.